Ja, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Mitte Dezember, 15 Grad, grünes Gras, die Bienen fliegen. Ich nehme euch in dem Video einfach mal mit zu einer Kontrolle am Bienenstand. Wir schauen uns den Zustand der Bienenvölker ein bisschen an, reden über meine Überwinterungsstandorte, was mir da persönlich so wichtig ist. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Und ja, schreibt mir einfach mal gerne in die Kommentare, was euch an den Überwinterungsstandorten wichtig ist. Ich freue mich und jetzt viel Spaß beim Video. So, hallo. Und was meint ihr, was haben wir für eine Jahreszeit? 16 Grad, wäre alles vollkommen in Ordnung. Oder man könnte meinen, wir wären im Frühjahr, im April, im März, wenn die Knospen etwas dicker wären an den Bäumen und zum Austreiben neigen würden. Nein, wir haben es Mitte Dezember, unheimlich warm. Ich bin jetzt gerade hier und nutze einfach die Möglichkeit gerade oder die Chance des Wetters, um mal beim Bienenstand nach dem Rechten zu schauen. Den Bienenstand kennt ihr ja schon aus diversen Videos. Da hat sich ja nicht viel geändert. Ich habe jetzt hier vor ungefähr 10 Tagen Oxalsäurebehandlung gemacht. Und da habe ich mir hier bei ein paar Bienenvölker die Schubladen gereinigt. Und da bin ich einfach, ich sage das mal live dabei, da bin ich einfach mal gerade hier vor Ort und schauen wir das an. Und ja, schauen wir uns dieses Gemüll an. Also wir sehen schon Varroamilben. Wie gesagt, so müsste ich jetzt in meinen Aufzeichnungen gucken, aber so um die 10 Tage her. Nichts Weltbewegendes an der Varroamilbe. Schiebe ich rein, weil will ich in 2 Wochen nochmal schauen. Beim nächsten Bienenvolk schauen wir es uns auch an. Ja, auch wie gesagt, ich habe noch nicht geschaut. 1, 2, 3, 5, 10, ja, vielleicht 20, 30 Milben. Ne? Das gefällt mir bisher, wie gesagt, ganz gut. Hier habe ich diese Schublade nicht geputzt. Wo habe ich sie noch? Hier auch nicht. Ich weiß noch, irgendwo habe ich sie noch hier. Hier habe ich noch mal eine Stichprobe gemacht. Normal markiere ich mir die. Ja, weiß nicht, aber das gefällt mir eigentlich, was ich da jetzt gesehen habe, ganz gut. Das sagt ja im Prinzip aus, dass die Sommerbehandlung, dass da alles im guten Bereich war, dass die Oxalsäurebehandlung auch gewirkt hat. Wie gesagt, da bin ich top zufrieden. Jedes Bienenvolk fliegt auch. Ja, also das Leben, alles Leben im Prinzip. Bei mir im Betrieb, so wie ich das bisher weiß, alle, ich glaube, zwei Stück habe ich verloren. Das habe ich bei der Oxalsäurebehandlung gesehen. Warum bin ich jetzt überhaupt hier? Also zum einen bin ich hier natürlich, weil das Wetter schön ist und ich mal bei den Bienen wieder sein wollte und dann klar schauen, dass alle fliegen. Weil eins darf man nicht vergessen. Ich meine, ihr habt das jetzt gerade gesehen. Ich habe hier diese zum Teil wirklich kleinen Fluglöcher. Warte, ich zeige euch das mal bei einem, wo die Sonne schön hin. Hier sieht man das ganz schön. Ne, dieses ganz kleine Flugloch. Und die sind alles andere als optimal. Ne, die mögen den Sommer über gut sein, wenn man schwache Völker hat. Also einfach nochmal zur Erinnerung, ich habe ja fast alle meine Völker geteilt nach Teilen und Behandeln, weil das Honig ja relativ schlecht war. Und ich war bisher ehrlich gesagt einfach noch ein bisschen zu faul, überall diese Mäusegitter hinzumachen. Ich habe diese kleinen Fluglöcher zum Teil gelassen, weil ich einfach gerade ein bisschen viel zu tun habe. Und normalerweise habe ich ja hier diese Mäusegitter dran. Und diese ganz kleinen Fluglöcher, die sind einfach unheimlich gefährlich beim Verstopfen. Also das werde ich wahrscheinlich nach Weihnachten, vielleicht auch noch vor Weihnachten, überall austauschen, weil im Winterausgang
sind die ganz leicht verstopft. Da reichen ja 3, 4, 5 Bienen, wo da irgendwie drin liegen und das Ding ist verstopft und das Bienenvolk hat ein echtes Problem. Deshalb werden die alle noch ausgetauscht. Und dann habe ich bei der Oxalsäurebehandlung gesehen, dass dieses Volk hier sehr, sehr knapp beim Futter ist. Ne? Da werde ich nochmal füttern, und zwar flüssig. Da habe ich bei der Oxalsäurebehandlung schon von der Futterwabe von einem anderen Bienenvolk einen Teil ausgeschnitten und den oben praktisch als Futterteig aufgelegt. Und die werde ich jetzt bei diesen 16 Grad, kriegen die nochmal was Flüssigfutter oben rein. Dann sind die auch im grünen Bereich. Das ist übrigens das Schöne beim Träufel. Ne? Also ein Punkt, warum ich Oxalsäure auch träufel, weil man einfach jedes Bienenvolk von oben sieht und ich erkenne sofort, wenn das Futter knapp ist. Ich habe jedes Bienenvolk nochmal gesehen, habe das in der Stärke nochmal gesehen, habe diese Behandlung gemacht, bin unheimlich schnell auch in der Behandlung, ne, pro Bienenvolk, weiß ich nicht, 5 Sekunden. Und zack, 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 fertig, habe jedes gesehen. Die Wirkung ist für mich unheimlich gut. Der Anwenderschutz ist nicht so das Riesenproblem. Deshalb bin ich persönlich bin noch ein Träufel-Fan. Ne? Also einsprühen sowieso nicht. Ich reiß die Bienenvölker bei minus 5 Grad nicht auseinander. Da fallen Bienen runter in Gitterboden. Die kommen ja nie wieder hoch. Die verkühlen ja da unten und sterben. Deshalb mache ich die Bienenvölker nie auseinander. Auch nicht zur Brutkontrolle. Also Brutkontrolle, ob die brutfrei sind, das mache ich bei Stichprobenvölkern. Und das mache ich auch über diese Gemülldiagnose, also über diese Schublade. Da sieht man ja in dieser Schublade, sieht man ja gleich, ob die Brut haben. Also ist da relativ viel Wachs unten und so da. Also da kann man ja super erkennen, ob brutfrei oder nicht brutfrei. Und ich mache die Bienenvölker, die Waben, absolut nicht auseinander. Träufel natürlich auch deshalb, weil ich persönlich, auch wenn es andere Meinungen gibt, immer noch auch der Meinung bin, dass das, wenn man Erwerbsimkerei macht, also wenn man das jetzt nicht als Liebhaberei macht, für mich ist das auch eine rechtliche Sache. Also ich bin der Meinung, dass auch egal wie man welche Paragraphen im Arzneimittelgesetz interpretiert, ich bin immer noch der Meinung, dass ganz klar nur das Verdampfen nicht zugelassen ist. Das kann jeder machen, wie er will. Jedem seine freie Entscheidung, kann von mir aus auch jeder seine Meinung vertreten. Nur gehe ich halt mit meiner Betriebsgröße, die ja auch, wie gesagt, ein Erwerb ist und keine Liebhaberei, gehe ich eben dieses Risiko nicht ein und bin deshalb ganz klar beim Träufeln, weil das für mich eine zugelassene Variante ist, genauso wie das Sprühen von Oxo war und fertig aus. Ne? Also wie gesagt, das sieht doch hier ganz passabel aus. Ich meine, was man hier vielleicht auch sieht, man ist ja immer ein bisschen am Verbessern an Bienenstandorten. Und vielleicht da noch ein Wort dazu. Klar, hier, man sieht es jetzt, die stehen praktisch hier in diesen Hang rein. Zum Bewirtschaften wäre das ja schön, wenn die praktisch hangparallel stehen würden, weil dann würden die nicht so hoch stehen. Man könnte mit dem Apilift, mit dem Stapler von hinten viel leichter hingehen. Man hätte auch beim Standbau nicht dieses Problem, dass wir praktisch vorne fast 50 cm hoch müssen mit irgendwelchen Betonsteinen oder sonst was. Aber mir ist bei diesen Überwinterungssteinplätzen und nur bei diesen Überwinterungssteinplätzen ist es mir eigentlich wichtig, dass die Bienenvölker gerade stehen, wegen dem Füttern und Nassenheiter Verdunster. Und mir ist unheimlich wichtig auch, dass die in die Sonne schauen. Also hier Richtung Süden, wenn die jetzt hangabwärts schauen würden, wäre das halt ja, viel, viel kühler. Deshalb stehen die hier so. Und was mir auch noch unheimlich wichtig ist, dass das Pollenangebot im Frühjahr passt. Und das ist jetzt hier noch nicht so geil an dem Bienenstand. Also klar, Obstbäume. Aber gerade da vorne, da sieht man es hier, hier haben wir eine Knorrelkirsche gepflanzt. Da kommt auch, ich weiß nicht wie es heißt, auch eine Staude, wo relativ früh blüht. Dann haben wir Haselnuss, da unten ein paar Busche, die auch zu erhalten sind, auch wenn es jedes Mal beim Mähen von der Wiese aufregt. Aber
die bleiben natürlich logischerweise auch da. Und mit Saalweide, das habe ich da unten auch. Also das ist mir einfach wichtig, dass zur Frühjahrsentwicklung von den Bienenvölkern, dass es warm ist, ne, und dass eben eine super Pollenversorgung da ist. Und das merkt man richtig den Unterschied. Vielleicht bevor die Fragen auch kommen, warum sind hier doppelstöckig? Das sind einfach zusammengesetzte Völker. Also entweder war ein schwach oder beide schwach. Dann setze ich die einfach aufeinander. Der obere Kasten ist natürlich meistens falsch rum, dass einfach Brutteil und Brutteil übereinander sitzen. Ja, das ist da eigentlich der ganze Trick. Klar könnte man die jetzt auch aufmachen und in einen Kasten, also die Waben nach unten hängen. Aber wie gesagt, das sehe ich jetzt gerade nicht wirklich Vorteile und es gibt auch wirklich anderes zu tun gerade. Und den Bienen schadet es nichts. Also das ist eine Sache, die zur Überlebung echt tiptop funktioniert. Ne? Ansonsten ist es einfach schön, wenn die Bienen summen. Ne? Also auch wie schön die summen. Ich meine, was man hier jetzt auch so machen kann, man kann sich so ein bisschen diese Stärke einprägen, welche sind die stärksten Völker. Dass man einfach, wenn man nach dem Futter schaut, dass man einfach die starken Völker dann im Frühjahr draußen hat. Ne? Einfach bei denen nachschaut. Ja, ansonsten ist das hier, glaube ich, nicht schlecht. Da kann man zufrieden sein. Anderer Bienenstand, zum Glück gleiches Ergebnis. Alle Bienenvölker fliegen. Jetzt hat man zwar gerade ein bisschen weniger Sonne, die ist in einer Wolke, aber im Prinzip immer noch 15 Grad und wie gesagt, alle Völker fliegen. Ich meine, man hatte das jetzt hier vor ein paar Minuten gesehen, als ich hier ankam. Da sind halt die Völker geflogen, die praktisch direkt nach Süden stehen. Die hier so, was wird es sein, 45 Grad Richtung Süden stehen, die sind deutlich weniger geflogen. Also da sieht man einfach, wie viel das ausmacht, wenn die Bienenvölker einfach Richtung Süden gerichtet sind im Flugloch im Winter. Wir reden jetzt nur bei der Überwinterung. Ne? Da kann es halt mal einen Reinigungsflug geben oder auch nicht. Ich meine, es kann auch nachteilig sein. Ne? Geschlossene Schneedecke, die Bienenvölker bekommen Licht ins Flugloch, fangen an zu fliegen und haben dann eben durch diese reflektierende weiße Oberfläche Orientierungsprobleme. Also es kann auch nachteilig sein, diese absolute Ausrichtung nach Süden. Aber auch hier bei diesem Überwinterungsstandort eigentlich genau das gleiche System. Die Bienenvölker stehen auch wieder nach Süden ausgerichtet. Ich meine, das ist bei uns an der Gemarkung halt einfach ein bisschen undankbar, dass es eigentlich nichts Ebenes gibt oder ganz wenig eben. Und deshalb stehen die halt zur Überwinterung hier so aufgebockt. Ist gleichzeitig natürlich auch eine schöne Arbeitshöhe. Aber man muss halt die Bienenvölker da raufstellen und man muss sie auch wieder runterstellen, wenn man sie dann auf diese Wandergruppen oder verlädt, einfach im Frühjahr. Ansonsten auch Obstbäume. Oben ist jetzt ein Bienenbaum eingepflanzt und auch nochmal so eine Staude, dass einfach auch diese Pollenversorgung nochmal im Frühjahr und der Bienenbaum dann im August einfach nochmal ein bisschen verbessert wird. Hier oben ist dann, weiß nicht, das wird man nicht sehen auf der Kamera, ist ein Rapsacker. Traditionell immer ganz früher Raps, also irgendwann März, Anfang April. Also für einen Honigertrag bringt das noch nichts, da sind die Bienenvölker in der Regel nicht so weit. Aber einfach diese Pollen kommen und die gehen dann nochmal richtig in Brut. Hier auch Hanglage, ne? Also der Wind fließt oder die Kälte fließt nach unten ab. Die stehen jetzt hier nicht in der Kuhle. Klar, man könnte noch ein bisschen das optimieren mit dem Windschutz. Ich meine, da hinten ist es ein bisschen die Holzbike. Also, aber da könnte man noch eine Hecke pflanzen, wenn man das ganz perfektionieren würde, machen wollen. Ja. Ansonsten
wie gesagt, auch hier alles in Ordnung. Vielleicht noch, das sind jetzt beides Bienenstände, die sind praktisch an meinem um meinen Heimatort rum. Wir sind ja hier so auf 470 Meter. Weinbauklima, ne, also da hinten, da hinten bergunter ist das Remstal. Mit der Remstal-Kellerei, württembergische Weine. Also relativ warm hier. Und da habe ich jetzt so um die 80 Bienenvölker hier um meinen Heimatort stehen. Und es macht absolut keine Probleme. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Imker, weiß nicht, 10, 20 Bienenvölker, wenn überhaupt. Ja, wie gesagt, zur Überwinterung ist das alles kein Thema. Ja, ansonsten mit dem Projekt mit meiner Wanderhilfe, wo ich ja hier mal kurz das Video vorgestellt habe, muss ich sagen, ist auseinandergerissen. Das habe ich geschafft. Zu weiter bin ich noch nicht gekommen. Also ich habe jetzt auch den Elektromotor und alles Mögliche bestellt. Sollte noch vor Weihnachten kommen, aber da muss ich schauen, wie ich da dann einfach dazukomme. Ja, wichtig ist in erster Linie, dass es den Bienen gut geht, dass die wo noch Futter brauchen, das sind, hier ist wie gesagt einer. Und dann habe ich auf den anderen Bienenständen, glaube ich, auch noch mal so 3, 4, 5, wo ich da was machen muss. Das will ich jetzt unbedingt bei dem warmen Wetter machen. Auch wenn ich Lust hätte, jetzt was in der Werkstatt zu machen oder was draußen, noch ein paar Bäume pflanzen oder was auch immer. Jetzt machen wir erstmal das Notwendige, weil man darf ja eins nichts vergessen. Die Bienen, das ist im Prinzip, das sind Lebewesen, da geht es darum, denen muss es gut gehen. Und ja, das ist wichtig. Ja, ansonsten vielen Dank auch noch allen, ne, für die Glückwünsche zum Artikel im Bienenjournal. Ich hoffe, dass wir da vielleicht in Zukunft öfters was machen können. Wir werden sehen. Und ja, das soll es von dieser Stelle jetzt mal gewesen sein mit diesen frühlingshaften Bildern im Dezember. Ne, auch wie grün das Gras ist. Ne, unheimlich faszinierend oder erschreckend. Also echt irgendwie krass dieses Jahr alles. Naja, gut, wir werden sehen. Bisher sieht es gut aus bei unserer Überwinterung. Und wie gesagt, wir sehen uns. Die Fragen und alles Mögliche tut es in die Kommentare. Nächstes Jahr wird es bei mir schon einiges Neues auch geben. Der Betrieb wird sich ein bisschen entwickeln. Und ja, aber da demnächst da mehr, vermutlich im nächsten Video. Auch habe ich eure Wünsche nicht vergessen mit dem Demeter-Video. Aber das ist einfach auch ein Thema, wo man sich mal kurz sammeln sollte. Und dass man nicht wie dieses einfach so aus der Hüfte schießt. Da muss man sich ein bisschen drauf vorbereiten, Gedanken sammeln. Kommt alles. Aber wie ihr wisst, vor Weihnachten ist jetzt nicht gerade die ruhigste Zeit. Also gut, macht's gut, bis dahin und bis zum nächsten Video.